Das steht in der Wirtschaftsteil. Weiß ich nicht, aber der GTA-5-Hype ist endlich vorbei. Ja, jetzt sind sie nämlich alle mittlerweile nur noch am Fluchen. Multiplayer-Spiel. Ja, ja, am Fluchen, sagt er ja. Ohne selbst dabei in Erscheinung zu treten. Ich will auch noch Service-Bots haben für nichts. Na, hat die Idee nicht auch. Hoffentlich werden wir das nicht eines Tages. Die Service-Bots können wir uns zu dem Zeitpunkt in dem Ausmaß nicht irgendwie herschenken, das ist... Nee, das andere ist eigentlich auch schon... Aber $500,000 Ingame-Cash zu geben für jeden Spieler ist ein bisschen lame. Ja, ja, vor allem, weil sich dann jeder alles kaufen kann, weil ich, was ich so mitgekriegt habe, ist ja das verhältnismäßig viel. Ja, das teuerste ist, keine Ahnung, was ist das teuerste da drin? Green will, dass ich hier mal nach dem Recht. Naja, wir sollen ja jetzt auch eine Entschädigung kriegen auf EU West und sie bauen ein neues Serverzentrum. Wo sollten wir eine Entschädigung kriegen auf EU West? Hat irgendjemand Leute geladen. Auf jeden Fall kriegen wir ein neues Serverzentrum. Ja, aber trotzdem, selbst wenn, es bringt doch nichts. Ja, wo ich trotzdem wieder über den Server in Linz muss, was mir wieder wahnsinnig viel bringt. Server in Linz? Es ist trotzdem total sinnlos. Also pass auf, Tobi, wenn ich zu den LoL-Servern nach Deutschland raus will, wo die Hauptserver stehen, muss ich über einen bestimmten Server in Österreich. Und der macht die nächsten Wochen immer wieder Spacken. Oh, schön. Ja. Direktanbindung. Das hattest du schon mal vorgeschlagen und ich habe schon mal gesagt, dass das zu teuer kommt. Ja, dann will ich Linz kaputt machen, dass sie den Server wieder neu bauen. Grüße an alle Linzer da draußen. War schön, euch gekannt zu haben. Energieversorgung mangelhaft. Jetzt schon wieder. Und wieso hast du die Reihen nicht abgerissen? Weil es egal ist, ich baue es anders. Ich hab die eigentlich nur gebaut, um schneller auf die 50 zu kommen. Ja, ist doch egal, ich baue es jetzt andersrum. Hab ich wieder geschönt Plan zerstört. Ja, jetzt tu nichts, als ob es dir leid tun würde. Ist getan, ich hab Geld. Das ist Heuchelei. Registriere neues Fahrzeug. Yay, mein Handelsschiff ist fertig. Ich taufe dich unsinkbar 2, bauen sie Schiffe. 71. Du hast 71? Ich hab 100 von 1000. Für den dritten. Ja, dann bauen wir jetzt mal ein paar Schiffe, damit wir Erfolge kriegen, oder? Hau direkt nochmal 3 hinterher. Die versenken wir dann einfach, wir haben genug Geld. Tobi, wo ist mein Schiff hin? Es steht da. Ach, da oben. Hm. Gut. Ich habe mein altes Flaggschiff in dem Let's Play noch gar nicht, also jetzt zumindest schon lange nicht mehr gehabt, die Wotan. Wir haben im Plus den ganzen Tausender eingeboost. Ja, weil ich jetzt Dingens produziere, Carbon. So teuer? Ja, Ölplattformen kommen halt ein bisschen expensive rüber. Der Sprache, dann kann ich hier gleich was aus meinem Deutschbuch vorlesen. Wo ist das? Ich hab sowieso nur noch bis Montag. Wieso? Hast du dann kein Deutsch mehr, oder was? Schön wär's. Nee. Und wir machen Kurzprosa, mein Lieblingsthema. Licht. Ach komm, das ist eigentlich eins von den besseren Themen in Deutsch. Nein. Doch. Nein. Hey komm, es ist besser, als dass du dich in deinem Deutschunterricht auf Englisch vorstellen musst. Ja. Sehr viel sogar. Hatten wir einen Englisch als Deutschlehrer? Nein, wir haben eine... Ja, wie soll man es sagen? Keine Ahnung. Sieht halt aus, wie es ist. Ja. Macht mal. Das war so... die Aktion.
Macht immer Sinn. Oh. Ob ich das hin? Egal, ob es logisch ist oder nicht. Exakt. So. So es sein muss. So, wo ist die Alarm. Gut. Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Oh nein. Alle Kriminellen, diese Schweine. Wuff. Ja. Doch nix. Ich habe mal die Polizeistation gebaut, Tobi, also kannst du das. Polizei? Wieso haben wir eigentlich so viele Gebäude, so Krankenhäuser und so einen Scheiß? Damit wir zumindest einen Gebäudetyp nicht ständig bauen müssen, wenn was los ist. Mann, die sind aber so teuer. Polizeistation minus 60, Krankenhaus. Ja, die Polizeistation brauchen wir gerade, weil sonst Kriminalität und so. Weil wir kriminell machen Abfall. Außerdem bringen die, die Laboranten relativ bald was, weil, Ach, meinst du auf deine Insel? Ich meine jetzt auf der Hauptinsel. Ja, ich meine ja auch auf der Hauptinsel. Kriminalität. Die Techs bringen erst nach der Ausbaustufe was, weil vorher sind die halt wirklich minimale Laboranten und hinten nach, wenn die da wirklich Kohle geben, macht das erst Sinn, weil dann schlachtet man die richtig aus. Ja, ist so. Registriere Rückgang Getränke, das heißt, ich brauche Saatgut, Kaffee. Wo werde ich denn das wieder auftreiben? Kaffee kannst du mir sofort mit rüberbringen. Ich muss jetzt mal anbauen. Achso, schade. Ja, aber Jana Rodriguez hat das sehr schön. Wer? Jana Rodriguez. Wer auch immer das ist. Der eine von den Techs. NPCs. Na, Ökos. Ja, Öko, stimmt. Ja. Der grünen Verschnitt. Grünen Verschnitt. Oh, wow. Ein Strauch, der schlecht geschnitten ist, auch ein grünen Verschnitt. Hustenbonbon geb. Besser? Achtung, meine Jokes erreichen kritisches Niveau. Die Eden FF. Wir sind uns also einig. Macht nix. Dir nicht, anderen schon. Mag sein. Wem soll das denn bitte etwas ausmachen? Dir? Warum? Er rafft doch sowieso von so? Nix. Also ich bekomme immer die Hälfte nicht mit, das ist ein Unterschied. Ist doch das gleiche! Zwischen ADS und egal, lassen wir das. Genau. Kommt nicht gut. Ja. Schön. Ja, sehr schön, ne? Allerdings. Mann, da gab's diese eine Benjamin Blümchen Folge. Die habe ich neulich erst im Fernsehen wieder gesehen. Die war da, wo der Zirkus unterwegs ist mit den Tigerbaby-Zwillingen mit dem roten und dem weißen Strich auf dem Bauch. Ja, kann sein. Keine Was Ahnung. Guckst du im Fernsehen? Wollte ich gerade schon sagen. Ich gucke sowas gar nicht. Mehr. Nicht mehr, sagen wir es mal so. Ja, früher als Kleinkind. Ich hab's beim Durchseppen gesehen letztes Wochenende. Sicher, dass es nur Durchseppen gesagt. War? Nein, ich schaue mir sowas mutwillig an. Ich geb's ja zu, ist ja okay. Ich stehe mir halt auf körperliche Verletzungen. Okay, jetzt übertreibe ich wieder. Jetzt wird das Niveau erst recht nach unten gehen. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun die Niagara-Wasserfälle oder das Niveau? Es fällt und fällt und fällt. Registriere neue Fruchtbarkeit. Yay, wir können Kaffee anbauen. Wirklich äußerst beeindruckend. Was, das Parlament ist fertig? Ein Stück, okay.
brauchen wir Werkzeug und Holz. Was ist das jetzt? Ja, Holz haben wir. Und wir brauchen Stromers, lass Stromers. Ja, klar, größeres Bauvorhaben, größeres Die Bauarbeiten Teil wurden Dingens. Eingestellt. Aber weshalb? Bauarbeiten wurden eingestellt, aber weshalb? Jetzt hätte ich ganz gern das Addon dabei gehabt, weil jetzt könnte man die Stromumleitung ganz gut brauchen. Ja, oder einfach noch mehr Solarkraftwerke. Ja, ich versuche gerade herauszufinden, wo ich da noch eins reinklatschen kann. Ja, wir haben noch hinten. Was ist dein Problem? Aber wir haben wieder zwei Energie. Spiel gespeichert. Ich hab so ein Windkraftding. Das ist seit Jahrzehnten das beeindruckendste ökologische. Ja, mit der dritten Stufe brauchen wir wieder mehr. Ja, aber da haben wir noch mehr als genug Platz, oder? Ja, ich meine, wir könnten den Wald um den einen Ozone-Maker abreißen, dann Nein. Wir da auch was. Schnauze! Den habe ich mühevoll geplantet, ey. Ja, klar. Jeden Baum einzeln eingegraben. Eingraben lassen. Echt so mühevoll, jeden einzelnen. Einmal Zucker, Warnung. Koffein. Produktion gestoppt. Aha, warum? Ja, weil Überschuss. Ich wusste. Eben in einer Überschuss gesetzt. Das Doch. Hätte ich dir auch ohne das Spiel sagen können. Bald nicht mehr. Zufälligerweise. Apropos Überflussgesellschaft, mach ich da mal ein paar Baumaterial. Ich muss mir auch gerade was holen. Ach schön, alle nötigen Baumaterialien kann man fahren. Charter 67, wir bedanken uns für das Sponsoring. Immer wieder gerne. Charter? Ja. Bist du? Ja. Ja. Ach so, stimmt. Wer ist das nicht gewohnt, weil mein YouTube-Name eher seltener benutzt wird? Ja. Stimmt, ja, jetzt erinnere ich mich. Ah. Ja, da war ja was. Apropos der einsame Wolf, kann sein, dass du Ding spielst, Stämme? Nein. Der einsame Wolf hat mich für mich. Ich wollte ihn dazu überreden, aber er hat nicht gewollt. Ich habe mich deswegen so genannt, wegen Scharfschütze und so. Die werden auch öfter einsame Wölfe genannt. Chuck Norris nennt sich auch der einsame Wolf. Ja, oder so. Aber ich habe keine Verwandtschaft mit Chuck Norris. Hätte mich auch gewohnt, das Verwandt mit Gott ist selten wir. Lief? Das ist eine andere Gottheit wieder. Das ist so, wie wenn du den Dai Kaio mit Meister Kaio vergleichst. Das ist. Oh Gott, ja, okay. Voll unfair. Nicht spielen und. Also pass auf, wenn Chuck Norris der Dai Kaio ist, dann ist Tobi der Kaioshin und Eve der Kaio. Klasse was? Jeder, der Dragon Ball gesehen hat, kennt sich aus. Ja, ich hab's nicht gesehen. Wie kann man Dragon Ball nicht gesehen haben? Ich hab nur etwas gesehen davon. Nicht alles, aber etwas. Ich hab die Serie gesuchtelt. Ja, wenn's hochkommt, 4-5 Folgen davon gesehen, das war's. Ich hab die Serie 4-5 Mal gesehen im Ganzen. Also Dragon Ball und Dragon Ball Z. Aber Dragon Ball GT wieder nicht. Das ist auch kein Dragon Ball. Das war einfach nur ein Remake. Na, ja, das war Dragon Mist. So kann man schauen, ey. Das ist nicht bei egal was, wenn du ein Remake hast, dass es Mist ist. Dragon Ball GT war kein Remake, das war eine Weiterführung.